Am Samstag führten die Jugendfeuerwehren aus Eichwald, Weidmannsweiler, Hohengehren und Plochingen sowie das Jugendrotkreuz Weidmannsweiler eine gemeinsame Übung auf der Erddeponie Weißer Stein durch. Angenommen wurde eine Verpuffung bei Arbeiten an einem Trafogebäude. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Durch die Verpuffung verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Aus diesem Fahrzeug mussten 3 Personen befreit werden. Die Jugendfeuerwehr aus Weidmannsweiler war für den Brand an der Trafostation zuständig. Hier galt es, Wasser aus einem Behälter mit Saugschläuchen zu pumpen. Die Verletzten mussten bis zum Eintreffen des Jugendrotkreuzes versorgt und betreut werden. 2 weitere Trupps begannen mit der Brandbekämpfung. Parallel zum Einsatz am Trafogebäude trafen die Einsatzkräfte aus den umliegenden Gemeinden Eichwald und Plochingen ein. Der verunfallte PKW musste gesichert werden, damit er nicht weiter in den Hang abrutschte. Die Einsatzstelle wurde weiträumig gesichert und der Brandschutz sichergestellt. Die Insassen des PKW wurden befreit und dem Jugendrotkreuz übergeben. Da sich zwischenzeitlich herausstellte, dass weitere Personen vermisst wurden, gingen mehrere Trupps in den Wald, um sicherzustellen, dass alle Unfallbeteiligten gefunden werden. Nach einer längeren Suchaktion konnte diese abgebrochen werden. Das Jugendrotkreuz versorgte die Verletzten am Sammelplatz beim Gerätewagen. Nachdem alle Übungspunkte abgearbeitet waren, konnte das Ende der Übung vermeldet werden.